Einen wunderbaren guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und herzliche Grüße hier aus meinem Handelsbüro und natürlich auch im Namen von Tickmill, ihrem Broker für Forex-Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährungen. Wenn Sie hier live dabei sind und direkt zuschauen, dann scheuen Sie sich auch nicht direkt auch fragen zu stellen oder aber den ein oder anderen wunschchart analysieren lassen ludger oliver einen schönen guten morgen euch beiden und ähm, allen die hier auch live zuschauen viel spaß bei den handelsideen die hier gleich folgen werden wir sprechen heute über Zwei Indizes, wir schauen in den DAX rein, wir schauen mal nach Italien. Italien ist ja momentan, wir hatten das am Freitag ja auch schon mal kurz angesprochen, ein Index, der gute Bewegungen zulässt und für aktive Trader doch das ein oder andere Quentchen an Trading Spirit mitbringt, ähm, um die ein oder andere Richtung hier im Index mit anzunehmen und da ist jetzt eine interessante Situation, ähm, wo wir äh, Erschöpfungsgaps im Markt liegen haben. Mal gucken, was da wird. Wir schauen direkt auch rein. Guten Morgen, ähm, Alexander. Und übrigens, gestern war der Ton scheinbar nicht ganz so gut. Ich habe nochmal in den Einstellungen nachgeschaut. Da war tatsächlich eine Automatik im letzten Update von Windows reingekommen, die den Ton automatisch runter ähm, reduziert hat. Ich hoffe, dass der Ton heute wieder deutlich besser ist und äh, gut verständlich für alle da. Draußen, die mich auch verstehen möchten. Also damit rein in die Handelsideen zu ab. Äh, zu Beginn vorab natürlich wie immer der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Ähm, sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Elena, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite hier an dich. So, was kommt als nächstes? Wie jeden Morgen in der Vorbereitung? Da ist das Standardprozedere sozusagen schön ähm, gleich, jeden Tag dasselbe, wie auch auf der Arbeit, wo man jeden Tag das gleiche macht. Trading ist ja auch ein ganz normaler ähm, Job. Das sollte auch jeder Trader verstehen, dass das wirklich ein Beruf ganz äh, normal wie jeder andere ist. Wir schauen hier in die Tagesnachrichten. Wie schon gesagt, diese Woche nicht ganz so viele äh, Nachrichten hier an dieser Stelle. Und äh, dann äh, direkt, äh, ja der Markt an sich selbst gebunden. Das heißt, die technischen Signale funktionieren in solchen Zeiten immer relativ gut. Olaf, ich sehe gerade, ähm, du wünschst dir Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Na klar, da gucken wir nachher auch direkt gleich mal rein, was im Chart dort los ist. Zurück zu den Tagesnachrichten. Wir sehen es hier um 8 Uhr, gab es die Handelsbilanz aus Deutschland. Ähm, Prognose waren 16,4 Billionen, aktuell sind es 18,3 Billionen. Das heißt, wir haben hier eine, eine, eine gute Steigerung. Sie sehen auch die positive Entwicklung die hier entsprechend auch geschieht. Das ist, ähm, ich denke mal, für unsere Wirtschaft sehr, sehr positiv, wenn sich die Handelsbilanz positiv entsprechend auch entwickelt. Was gibt es heute im Laufe des Tages noch aus den USA? Da gibt es den Redbook-Index Redbook und um 16 Uhr ähm, spricht der Fat Chat von äh, Chicago. Auch das kann Bewegung in die Märkte bringen, die ja zuletzt gerade auch in den USA etwas korrektiv unterwegs gewesen sind. Aber gestern bei The Dip haben wir hier gesehen in den Indizes, also das ähm, ein, ein Zeichen, dass die, Markt, die Märkte kurzfristig ansteigen könnten, wie es dann weitergeht. Das machen wir immer entweder direkt, wenn es eine Handelsidee gibt im Index oder aber, wenn wir sozusagen Freitags die große Marktbesprechung machen, wo wir dann einfach mal einmal in der Woche entsprechend hier den Markt uns anschauen, wie sich die Indizes entwickelt hat. Also da ist alles Mögliche an Musik momentan gerade drinnen und wir schauen jetzt gleich mal in die Handelsideen für den heutigen Tag rein. Ähm, Holger, auch dir einen schönen guten Morgen oder Ihnen, je nachdem, wie Sie es gern mögen. So, hier ist mal der Chart vom italienischen Aktienindex und ich würde sagen, wir starten auch gleich mit dem, wenn man ihn einmal auf der, Tour, äh, auf der Uhr entsprechend ähm, mit haben. Sascha, auch dir einen schönen guten Morgen. Ähm, ja, Italien. Wie schon gesagt, Italien politisch momentan immer mal wieder ähm, im Gerede. Äh, hier haben wir jetzt einen Chart, der in seiner Abwärtstendenz ist, also das Bild vom Chart her sieht, wenn ich das mal etwas kleiner mache, ähm, es ist einfach ein laufender Abwärtstrend. Da gibt es nichts zu diskutieren. Aus die Maus. Also ähm, wir stehen hier auch ordentlich in der Bewegung. Aber, und jetzt das Aber, was will ich denn jetzt hier damit sagen? Für aktive Trader bietet sich hier momentan möglicherweise bald eine Chance für einen Rebound-Trade. Warum? Ganz klar. Schauen wir mal hier. Wir hatten hier im letzten, im August war das, glaube ich, gewesen. Jawohl, im August. Schauen Sie mal, im August hatten wir hier zwei sogenannte Erschöpfungsgaps. Das heißt, das sind wirklich Gaps innerhalb des normalen Trendverlaufs, die dann auftauchen, auch nicht gleich wieder geschlossen werden, wo der Markt einfach runterläuft. Und das sind sozusagen richtig starke Bewegungen hier in Trendredung äh, und in Trendrichtung. Und ähm, ja, von der Seite her stark nach unten gegangen der Markt hier und nach so einer Überdehnung. Ich habe das hier ja schon oft angesprochen. Die, diese Überdehnung wird irgendwann abgebaut. Und das sind zu Anzeichen, wenn diese starken Gaps auftreten und schauen Sie, was danach für Kerzen und für Kursrückgänge noch gekommen sind. Da gibt es oft, nicht immer, aber oft. Bodenbildung beziehungsweise ein direktes Zurückschnäpsen. Und das direkte Zurückschnäpsen oder so eine Bodenbildung, die kann dann dazu führen, dass möglicherweise wir hatten das Thema Gap Closing ja schon mal angesprochen dass diese Gaps geschlossen werden das heißt es sind kurzfristig aber manchmal auch mittelfristige Trading Ideen die hier raus erwachsen können wichtig ist dass wir erstmal hier ein bisschen eine Bodenbildung sehen das heißt bitte nicht ins fallende Messer greifen sondern wirklich abwarten was der Markt macht ganz cool und entspannt dabei bleiben um zu schauen was hier losgeht und hier haben wir aktuell das gleiche Bild wie wir im August gehabt haben schauen wir mal hier eins. Und zwei, das sind zwei Erschöpfungsgaps. Manchmal gibt es sogar drei Erschöpfungsgaps. Das heißt, wir stehen hier mitten, ähm, ja, sage ich mal, in diesem Vorgang, wo diese Erschöpfung weiterläuft. Und die kann halt irgendwann mal rumdrehen. Wenn keine Verkäufer mehr am Markt sind, dann ist die Chance gut, dass die Kurse mal zurückkommen. Und das ist der Punkt, wo ich sagen möchte, ich kann hier an dieser Stelle leider noch nicht mit einer konkreten Trading-Idee aufwarten. Aber das Potenzial für so einen Rückschnäpser ist einfach gegeben, wenn sich diese ganze politische Situation in Italien wieder etwas beruhigt. Dann kann das Ganze schon ganz, ganz anders aussehen. Wir haben momentan in Italien steigende ähm, Renditen bei den Anleihen. Also man merkt schon, dass der Markt etwas unruhig geworden ist. Ja, Das ist einfach so. Aber irgendwann ist da auch mal gut. Dann gerät das wieder in Vergessenheit. Das haben wir ja bei Portugal und Spanien und Griechenland genauso gehabt. Ähm, dann flammte das immer mal auf und dann ging es wieder runter. Und dann ging das in Vergessenheit und, 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 und da, da, dann hat da keiner mehr drüber geredet. Und genau das kann jetzt hier entsprechend auch wieder passieren. Deshalb hier Fokus rein und draufsetzen, das Teil wieder auf die Watchlist legen und wenn eine Umkehr hier unten kommt und Sie einen solchen Rebound Trade machen möchten, dann ist es halt wichtig, dass Sie diese Situationen früh genug ähm, entsprechend auf dem Schirm haben. Und sowas entscheidet sich nicht im Minutenchart, ja, also das heißt, man hat dort auch etwas Zeit. Schauen wir mal hier, das ging schon auf Tagesbasis ein Stück weit nach oben, dann gab es die Korrektur. Für diejenigen, die das verpasst haben, und dann gab es die Bodenbildung, also einen zweiten Abprall von dieser Linie hier unten und dann ging es noch mal richtig nach oben über ein paar Trading. Wochen. Das ist ja das Potenzial, was da dahinter steckt. Und wenn man das einfach mal sieht, mal auch in Bezug auf den Trend. Schauen wir mal hier. Das war ja eine Bewegung im Trend. Dann hatten wir entsprechend hier eine Korrektur, die hat sich über eine ganze Weile auch hingezogen. Ähm, dann gab es wieder die Bewegung hier runter und dann wurde die, die diese Bewegung wurde durch diesen, sage ich mal, durch diese Bodenbildung hier ähm, sozusagen auch relativ tief korrigiert. Und das sind halt die Potenziale, die entsprechend da sind und die hier laufen. Also von der Seite her, das ist ein Teil für die Watchlist. Für für aktive Trader und das sollte man einfach mit auf dem Schirm auch haben. So, damit genug zum italienischen Markt an dieser Stelle. Als nächstes ähm, gehen wir bitte in den ähm, Candollar Schweizer Franken und zwar hier auch wieder im Tag ist schon drin, kurzen Augenblick, so, da haben wir es, so, Can Dollar Schweizer Franken und zum Abschluss komme ich dann natürlich auch auf den DAX, also bitte, ähm, das vergesse ich nicht, sondern das sind ja ganz normal klassisch die Handelsideen, die wir hier auch haben, äh, wenn ich diese Liste gerade sehe, ich sehe auch schöne Rebounds, wenn wir uns mal den Ölpreis angucken, hier, irre, ich springe jetzt mal kurz durch, ich habe das nur gerade gesehen, hier, gestern, Schauen Sie sich mal diese Kerze an oder schaut euch mal diese Kerze an. Und hier kriegen wir jetzt eine schöne ähm, Korrektur, ähm, ähm, Bestätigung nach oben hin. Also, der Markt kam von unten hoch. Jetzt wird das ganze Ding bestätigt. Ich habe das ja angesprochen letzte Woche, was hier an Korrekturmöglichkeiten drinnen sind. Und schauen Sie mal. Der Markt also ich, man kann ja nie genau sagen, ob und wo der Markt trade, aber wenn er dreht, dann handen, sucht er sich halt immer mal solche Marken raus und das hat er hier auch gemacht. Gestern wunderbar rumgedreht, jetzt gibt es hier die Korrektur nach oben, jetzt schiebt der Markt hoch. Potenziale, hier, wir haben es da liegen. Ob der Markt jetzt wieder bis hier hoch ran, I don't know, keine Ahnung, aber es ist einfach schön, sowas zu sehen und wenn wir hier mal wirklich in die Stunde reinschauen, dann sehen wir auch, was hier cooles passiert ist. Also hier sehen wir halt diese Marke hier oben. Der Bereich hier, wenn der rausgenommen wird, dann schiebt es das Ganze hoch. Untergeordnet haben wir jetzt schon einen Aufwärtstrend, den kann man per se als solches traden. Ist momentan noch Korrektur dieses bestehenden Abwärtstrends, aber nichtsdestotrotz, man kann es schon traden. Wer auf Nummer sicher gehen will und sagt, es kommt nach oben in den nächsten paar Tagen doch ein bisschen mehr. Wer davon ausgeht, der wartet einfach ab, was hier oben so in diesem Bereich passiert und geht dann rein. Alles easy, ganz locker und entspannt reden. So, jetzt aber zurück zum Candoller Schweizer Franken bin ich etwas abgeschweift. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm, aber das ist mir gerade ins Auge gesprungen. Und sowas möchte ich natürlich auch gerne hier an dieser Stelle auch mitteilen. So, jetzt schauen wir hier in den Tageschart vom Kandler Schweizer Franken. Hochinteressantes Bild, wirklich sehr, sehr hochinteressantes Bild. Was ist interessant? Hier, schauen wir mal, ein wunderbarer Aufwärtstrend. So, hier, Aufwärtstrend, ich zeichne das gleich mal ein, ich muss da nur die Trendlinie mal grün zeichnen, wir wollen ja im Kontext bleiben. Vorhin habe ich die rote ja für die Abwärtstrend bezeichnet, das heißt, wir machen jetzt hier mal schön den Aufwärtstrend. Also hier, klassischer Aufwärtstrend, schön gelaufen und danach hier, die letzte Bewegung wirklich hervorragend. Das ging wirklich wie durch Butter, ein marmes Messer durch Butter. Zack. So, jetzt will die Zeichnung hier nicht gehen. Bewegung kam dann direkt anschließend mit nach oben. Zack. Wahnsinnige Bewegung. Hier oben drüber genommen. Das Trend hoch rausgenommen. Echt genial. Gestern dann die Kerze. Genau schauen Sie sich mal diese Kerze an. Das sind genau die Kerzen, die uns zeigen, da gab es einen Intraday-Reversal, da wollte der Markt erst einmal nicht tiefer und das war schon ein ganz schön ordentliches Aufholen hier an dieser Stelle. Wir haben jetzt hier entsprechend die Unterstützung getestet hier in diesem Bereich, um diese Marke von 076. 265. Da haben wir dann noch ein Tagestief und dann das Gap dazwischen mit einem Tageshoch. Das wären mal Anlaufpunkte, falls die Korrektur doch tiefer laufen sollte. Das heißt, die liegen dann bei 0,76131. Ähm, ähm, das ist also dieses Tief von dieser Kerze hier oder beziehungsweise das Hoch der Kerze vor diesem Gap bei 0,76062. So, jetzt haben wir aber die Situation, wie sie aktuell ist. Da haben wir hier schön die Umkehr gesehen, die Umkehrkerze. Das ist jetzt die erste nach einer nicht allzu tiefen Korrektur. Wird das Ganze Teil nach oben bestätigt, dann haben wir die Anlaufpunkte hier im nächsten Punkt, bei oben bei 077016, beziehungsweise hier an dieser Stelle 077114, bevor wir dann dieses Bewegungshoch und auch das Hoch dieses aktuellen Trends erreichen bei 077197. Wie kann man das Ganze traden? Das ist ja auch immer die Frage. Wir schauen uns das Ganze Teil einfach mal hier im Stundentrend an, was da verraten wird. Also das hier. Das nach oben gehende, das war mal die Kerze von gestern. Das heißt, das war der gesamte Tagesverlauf von gestern. Dann ging es dann wieder etwas rüber, etwas runter. Jetzt laufen wir schon wieder nach oben. Das heißt, was jetzt hier in diesem Maße wirklich sehr, sehr interessant ist, ist zu schauen, bildet sich denn jetzt hier ein Aufwärtstrend. Also läuft der Markt schön nach oben. Aktuell sieht man ja so die Bewegung nach oben, dann hier dieses, dieser kleine Ruck nach unten. Jetzt tendiert das Ganze schon weiter nach oben. Das heißt, wenn man das mal so sehen möchte, hat man jetzt hier wieder. Den Aufwärtsschub gehabt, jetzt haben wir den Korrekturschub gehabt und danach kommt jetzt aktuell, wenn wir oben drüber gehen, der nächste Aufwärtsschub. Dann haben wir hier untergeordnet schon mal wieder einen Bewegungstrend, der in Richtung des Tagestrends nach oben läuft. Das ist mal der erste, der erste zarte Versuch. und da der Rest ja hier so weit voneinander weg ist, können die aktiven Trader einfach an dieser Stelle sagen, gut, wenn wir hier einen schönen Aufwärtstrend in der Stunde haben. Dann können wir ja die kleineren Zeiteinheiten, zum Beispiel die 15 Minuten, dazu nutzen, das ganze Ding auch rauszunehmen. Weil den Trendverlauf in der Stunde, den können wir ja so genau hier nicht sehen. Aber was wir sehr, sehr gut sehen, ist die Tatsache, wenn man die kleineren Zeiteinheiten sieht, wie dieser Bewegungstrend sich hier nach unten gebrochen hat. Und manchmal fängt das Ganze halt in ganz Kleinen an, um sich dann ins Große mit zu entwickeln. Und das ist genau der Punkt, den wir hier an dieser Stelle haben. Das sind die 15 Minuten. Das ist mal der Trendverlauf entsprechend der Abwärts, des, der, des Abwärtsschubs nach unten. So. Und hier unten ist schon mal das erste Achtungszeichen. Ähm Uh, hier an, an die, äh, Entschuldigen Sie, hier an dieser Stelle erstes Achtungszeichen. Also das war hier die letzte Bewegung. Hier haben wir schön die Trends nach unten mitlaufen, schön den Schub nach unten. So, das Teil ist jetzt erstmal rausgenommen. Und wenn wir hier dann in den 15 Minuten das Ganze nach oben schieben können, das wäre sehr, sehr positiv und das wäre ein erstes Frühsendietz dafür, dass der Markt wieder hochdrehen könnte. Anlaufpunkte in dem Fall bitte nicht zu weit wegnehmen, weil das kann jederzeit auch wieder rumdrehen. Das wissen wir noch nicht. Die Korrektur in der Stunde ist da noch nicht beendet. Aber es ist eine Chance. Hier oben dann die Anlaufpunkte. Punkte an den entsprechenden Hochs dieses Trendverlaufes. Das ist das, was wir auch in der Stunde hier entsprechend mit sehen können. Und damit würde ich sagen, bleiben wir noch kurz bei den Währungen. Und zwar, äh, was war es vorhin gewesen? Neuseeland, Dollar, US-Dollar, glaube ich. Ich muss mal kurz im Chat ein bisschen hochpacken, äh, hochscrollen. Ähm, Neuseeland, genau, es war Neuseeland-Dollar-US-Dollar. -Dollar. Der Olaf hatte sich das gewünscht. Also gehen wir hier, bevor wir auf den DAX schauen, mal noch in die Währung rein. Neuseeland-Dollar-US-Dollar, -Dollar, das Währungspaar hier. Jetzt muss ich es nur mal schnell raussuchen. Habe ich es vielleicht hier oben? Hier ist er. Zack. Machen wir auch erst einmal hier im Tageschart mit drinnen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, anwenden. So, jetzt haben wir es da. Neuseeland-Dollar. So, klein. Ist es. Jetzt machen wir es mal ein bisschen größer. Ah, ich sehe schon. Eine sehr, sehr schöne. Tiefe, weit gelaufene Bewegung. Ich bin jetzt hier mal neugierig. Ich möchte gerne mal äh, hier noch reinschauen in den Wochenchart. Einfach nur mal, um zu sehen, was in der Woche los ist. Warum mache ich das? Hier, schauen Sie mal. Wir sehen jetzt im Tageschart hier nicht wirklich viel. Wir sehen einfach nur eine sehr weit gelaufene Bewegung, die hier gestern mal ein bisschen gestoppt hat und heute anscheinend auch schon wieder so ein bisschen runter will. Ähm, ich, darunter kommt aber niemands Land. Und immer, wenn ich sowas sehe, ähm, ist es so, dass ich an diesen Stellen gerne mal noch eine Zeiteinheit größer schaue, das heißt hier in die Woche oder den Monat rein, einfach um zu sehen, was hier los ist. Da fällt uns nämlich auf, hier unten nicht mehr allzu weit weg ähm, haben wir ein Support-Level hier. In diesem Bereich, das sehen wir von hier hinten. Da hat der Markt schon das ein oder andere Mal hier, na was heißt das ein oder andere Mal, einmal aufgesetzt ähm, und dann entsprechend wieder hochgedreht, aufgesetzt hier nach diesem ersten Aufwärtsschwung und dann hat er nach oben entsprechend auch ausgeholt. Und das ist so ein Ding, wo ich einfach sage, okay, wenn wir an so einer Marke stehen, wo das Ganze schon mal funktioniert hat, könnte es unter Umständen sein, dass dort wieder ein Abprall kommt. Heißt also, wenn wir uns das Ganze mal auf Tagesbasis ankommen, dann sehen wir diese Marke jetzt hier unten besser, weil wir sie im Wochenchart jetzt schon mal identifiziert haben. So, das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt folgender. Schauen wir jetzt einfach mal rein technisch. Ohne irgendwas anderes. Nur die reine Trendtechnik oder Markttechnik oder Dow theorie technik wie man das auch immer bezeichnen will, es ist ja das gleiche. Wir haben jetzt hier einen. Schönen laufenden Abwärtstrend. Der ist schon auch ein paar Tage alt, also könnte auch sein, dass der einfach aufgrund seines Alters auch mal wieder ein Stück weit korrigiert. Das würde dann mit dem Zusammenschnitt auf dem Wochenchart ins Bild passen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt hier eine, eine Bewegung innerhalb dieses Abwärtstrends, die mittlerweile auch schon ein ganzes Stückchen gelaufen ist. Das heißt, wir stehen hier auch weit in der Bewegung. Und Sie wissen ja, je weiter ein Markt in der Bewegung steht, je höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann auch mal eine Korrektur einsetzt. Das heißt, an dieser Stelle hier würde ich jetzt einfach sagen, abwarten bis sich hier entweder ein Boden bildet, beziehungsweise erste Signale geben, dass der Markt nach oben läuft. Wie sehen wir das? Wir sehen das beispielsweise, indem wir in die Stunde reinschauen und in der Stunde einfach mal überprüfen, was hier passiert. Das heißt, die Stunde zeigt uns hier an. Das hier, was wir hier unten sehen, ist mal der Trendverlauf entsprechend der Stunde. So diesen kleinen Haken hier unten haben wir schon mit rausgenommen. Jetzt hat sich hier im kleinen schon ein Aufwärtstrend gebildet. Wenn der bricht, dann ist die wahrscheinlichkeit hoch dass wir erstmal noch ein bisschen tiefer laufen läuft der weiter nach oben dann haben wir eine chance wenn wir hier oben über diese marken oben drüber rauslaufen hier in diesem bereich also hier haben wir ja etwas an widerstand liegen das könnte man anlaufen dazu muss der markt aber wirklich hochlaufen das heißt hier schauen sie mal bewegung korrektur bewegung korrektur Bewegung, hier war ein schönes Verkaufssignal, jetzt läuft er runter. Wird dieses Verkaufssignal Bestand haben und der Markt drückt hier runter, dann sehen wir erstmal weiter die Bewegung im Tageschart. Läuft das ganze Teil allerdings nach oben, das heißt, fängt das sich hier unten und läuft nach oben, dann haben wir eine gute Wahrscheinlichkeit, dass sich das Teil weiterentwickelt und wir hier kurzfristig den Rebound sehen von diesem Abprall und das könnte dann dazu führen, dass der Markt doch ein Stückchen nach oben läuft. Was haben wir nach oben? Wir haben nach oben hin ein paar Tageshochs liegen, wir haben hier in diesem Chart den Widerstand, warten Sie, das mache ich mal ganz, ganz größer, das heißt in diesem Widerstandsbereich hier haben wir ihn liegen das ist ein Widerstandsbereich hier an dieser Stelle ähm, da kann der Markt ranlaufen darüber ist der Tages das Tageshoch bzw. darunter das Tageshoch vom Vortag wir schauen mal gleich an welcher Stelle das steht das Tageshoch das steht hier bei einem Wert von 0,64858 und hier entsprechend das Widerstandslevel um die Marke von wo haben wir es hier drüben stehen über den Daumen um 0,650 35. Wenn er da drüber wuppt, haben wir hier dann entsprechend das nächste Tageshoch. Also auf der Oberseite ist ein bisschen Potenzial da, wenn der Markt rumdreht. Ob das passiert, wissen wir nicht. Die Bewegung ist auf alle Fälle weit gelaufen. So, das mal in den Neuseeland-Dollar, US-Dollar hineingeblickt und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal in den Chart vom DAX des deutschen liebsten äh, Index hier rein und hier sehen wir ein Bild warten Sie mal das machen wir mal hier drüben da ist der Chart etwas sauberer ähm, den habe ich auf andere stelle gelegt damit wir die wochentrendvorbereitung ähm, nicht stören was wir hier sehen ist momentan einfach ein Bild und da möchte ich an dieser Stelle wieder mal schauen in die längere Historie zurück. Warum mache ich das Ganze? Ich mache das aus einem einfachen Grund. Ähm, wenn ich dieses ganze Verhalten im DAX momentan sehe, dann sehen wir ganz klar einen ganz, ganz deutlichen Abwärtstrend. Da gibt es nichts drum zu sprechen. Die Schere äh, zum US-Markt geht hier entsprechend weiterhin auch. Auseinander, weil, beziehungsweise sie wird zumindest mal nicht kleiner, weil an den Tagen, wo der US-Index oder die US-Indizes gefallen sind, ist der DAX auch gefallen. An den Tagen, wo der Markt dort drüben am US in den USA steigt, steigt der DAX nicht unbedingt in gleichem Maße mit. Also, das heißt, das Thema mit dieser Schere ist ja weiterhin vorhanden. So, aber. Ich habe das ja ähm, im, im, im kleinen Intro äh, zu diesem Webinar für heute auch geschrieben, beziehungsweise zu den Handelsdiensten steht der DAX eventuell vor einem Rebound. So. Und jetzt nehmen wir uns einfach alle mal ein Stück zurück und gucken nicht nur auf diese Kleinigkeit, die wir hier haben, auf dieses nervöse Zappeln, sondern entspannt mal zurücklehnen. Durchatmen und dann mal gucken, was hier drüben war. Ich weiß, das ist total langweilig für viele, weil sie sich sagen, oh, das ist doch altes Zeug, das ist doch, guckt mal, wo das herkommt, das kommt hier aus dem Jahre 2014, 2015. So what? Es ist, wie es ist. Häufig wird an der Börse das gleiche Stück gespielt, nur an anderen Stellen. Und wir haben jetzt hier eine andere Stelle. Und jetzt stelle ich mir hier an diesem Punkt eine Frage. Aus welchem Grund sollte hier nicht das Gleiche passieren können, wie hier drüben passiert ist. Heißt also von der Seite her, warum nicht hier? Schauen wir mal. Schulter, Kopf, im weitesten Sinne Schulter, Nackenlinie. Was ist an der Nackenlinie passiert? Sie wurde hier schön zum Abprall genutzt und lief dann, ich glaube, wenn ich mich nicht verrechnet habe, über 4.500 Punkte nach oben von diesem Tief. Das ist doch mal ein Potenzial da gewesen. So, was wir jetzt hier sehen, wo, wo hat das Ganze angefangen? In 2017. War der Überschuss? Jetzt haben wir hier in 2017, in, seit Mitte des Jahres, diesen, diesen Boden das erste Mal getestet. Dann ging es auf neue Allzeithochs. Dann kam der neue Test hier in diesem Jahr. Dann ging es wieder nach oben. Jetzt ging es wieder bis runter. Das heißt, die 11.800-Punkte-Marke scheint hier. Die Nackenlinie zu sein, die der Markt tatsächlich auch annehmen könnte. Und jetzt einfach, wenn diese Annahme passiert, ja, dann haben wir durchaus das Potenzial, wie sagt man so schön, für die Jahresendrallye. Ob die kommt, ich habe keine Ahnung. Aber ich sehe natürlich, was hier los ist. Das heißt, wenn diese Marke hier unten hält, und der Markt tatsächlich rumdreht, dann haben wir eine gute Chance, dass wir hier ein Stück weit nach oben laufen. Wenn wir uns mal diesen Wochenchart angucken, interessant wirklich auch für Swing Trades, dann haben wir hier interessante Marken liegen. Das heißt, wir haben hier einmal auf der Oberseite natürlich diesen, diesen Widerstandsbereich hier um die 12.100-Punkte-Marken und dann haben wir hier ein paar Wochenhochs liegen um die 12.375 bzw. 12.460 hier oben in diesem Bereich. Das ist gut und gerne anlaufbar. Wenn der Rebound kommt, wenn diese Nackenlinie hält. Das ist natürlich das, das positive Szenario. Und diejenigen, die hier schon eine Weile wissen, äh, zuschauen, wissen, ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch. Ähm, ich sehe das nicht so wie viele Ökonomen, dass alles schwarz ist äh, und alles schlecht, sondern wir sehen hier, oder ich sehe hier sehr, sehr gerne die positiven Dinge. Und das ist halt einfach, wenn der Rebound kommt. Wenn er nicht kommt, das heißt, wenn der Markt tatsächlich hier unten drunter bricht, einfach so nach unten durchschmiert. Dann haben wir hier mit Blick in den Wochenchart einen Anlaufpunkt, der ist deutlich tiefer zu sehen, nämlich bei 10.800 Euro hier. Da haben wir ein Unterstützungslevel, das liegt hier im Markt, das ist ganz klar auch ersichtlich. Das wäre dann ein Punkt, der hier gut und gerne angelaufen werden kann. Wahrscheinlich nicht in einem Rutsch, aber er steht dann auf der Unterseite, wenn das Geteil hier oben gebrochen wird. Das heißt, das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, ist einfach mal so ein, ein mittelfristiger ähm, Blick auf den deutschen Leitindex, was hier in Zukunft auch passieren kann. Und ich habe das jetzt einfach reingenommen, weil wir uns wieder in der Nähe dieser 11.800 Punkte Marke ähm, mit bewegen. Wenn wir mal in den Tageschart reinschauen, wo wir gestern schon hingelaufen sind, hier, wir waren im Tief gestern. War das gestern? Ich glaube, es war gestern. Warten wir mal. Muss man mal kurz durchschauen. Zack, wo waren wir gestern gewesen? Hier. Gestern waren wir im Tief bei, na komm her, wir waren gestern im Tief bei 11.899 Punkten. War das gestern? Am 8. Ja, das war gestern. Sehr, sehr spät, aber wir waren da unten. Das war mal das Tief. So weit ist das nicht mehr weg. Und aus diesem Grund schauen wir einfach mal hier hin. Und wenn es zu Abpralltendenzen kommt, dann. Dann ist es soweit, dass man sagen kann, jetzt geht es hoch. Und wir sehen es ja im Tageschart immer wieder. Nach solchen Bewegungen, die wir nach unten haben, kamen häufig tiefe Korrekturen. Und wenn das jetzt wieder passiert, dann haben wir halt eine sehr, sehr schöne Chance, hier nach oben hin zu traden. Tageshochs, wie schon gesagt, sind auch Anlaufpunkte. Erste Mal hier den Widerstandsbereich, wie schon gesagt, um die knapp 12.100 Punkte. Und dann haben wir hier ein paar Tageshochs liegen, die dann durchaus für Bewegung sorgen könnten, den Markt nach oben zu ziehen. Das ist die Situation gerade im DAX. Und weil der DAX halt sehr, sehr viel Beachtung bei ähm, Ihnen, bei vielen Tradern findet, gucken wir hier auch einfach immer mal drauf. Das ist die aktuelle Idee, meine aktuelle Einschätzung der Lage. An dieser Stelle danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die ein oder andere Idee ist auch für Sie mit rausgegangen. Kommen wir, hören und sehen uns morgen wieder. Der Blog-Eintrag aller, aller spätestens um 8 Uhr. Ich weiß, der ist meistens eher da, weil ich eher aus dem Bett rauskomme. Ähm, aber nichtsdestotrotz, spätestens 8 Uhr steht er da, weil wir wollen ja um 8.30 Uhr entsprechend hier die Besprechung zu den Handelsideen machen. Von der Seite her ist da morgens immer ein kleiner Puffer mit drinnen. Also allen einen guten Handelstag, erfolgreiche Trades. Ich freue mich auf morgen. Bis dahin, alles Gute, ihr Max Seidel.